Glückliche Menschen haben Erfolg. Chris, wie ist denn das bei dir? Glaubst du wirklich, wirklich Erfolg zu haben? Also für mich fühlt es sich gut an, wenn ich nicht jemand anderes etwas recht machen muss, Erfolg quasi aus mir heraus zu haben. Wir glauben. Die Wirtschaft braucht Kreativität und vor allem Mitarbeiter und Führungskräfte, die emotional intelligent sind. Emotional intelligente Unternehmensführung. Und glückliche Menschen sind all das. Warum ist das so? Warum haben glückliche Menschen Erfolg? Und was kann man tun? Und bist du für die Zukunft am Arbeitsmarkt fit genug? Das sind Fragen, die wir dir in den nächsten 20 Minuten beantworten wollen. Wollen wir doch gemeinsam einen Blick in die Zukunft unserer Wirtschaft werfen. The old economy is tot, sagt Anders Inzet und bezieht sich damit auf Jeremy Rifkin. Das Öl sei nicht mehr wettbewerbsfähig, sagt dieser. Anders Inzet geht noch einen Schritt weiter und sagt, auch the new economy sei tot. Was kommt also auf uns zu? Was kommt auf euch zu? Neue Formen des Wirtschaftens. Kreislaufwirtschaft, Upselling und Upcycling, Data Science, künstliche Intelligenz, Augmented Intelligence. All das sehr stark mit einer ökologischen Ausrichtung. Aber ökologisch muss sich auch rechnen. Spannenderweise hat das Forum Alpbach schon 2012, das österreichische Forum Alpbach, prognostiziert, dass die klassische Anstellung, die ihr noch von euren Eltern möglicherweise kennt, in Zukunft Mangelware sein wird. Es geht mehr um freie Dienstverhältnisse, um Kooperation kleinerer Einheiten mit größeren Unternehmen. Werfen wir einen Blick in die Geschichte des Wirtschaftens. Wir haben vier industrielle Revolutionen hinter uns oder andersrum formuliert, in der vierten stecken wir gerade drinnen, das ist die sogenannte Digitalisierung. Alles hat begonnen im 18. Jahrhundert mit der Mechanisierung und der ersten Industrialisierungsschritte. Das habt ihr möglicherweise im Geschichteunterricht gelernt. Dann kam die Massenproduktion, die ersten Automobile wurden erzeugt und zunehmender Wettbewerb unter den immer größer werdenden Unternehmen. In den 70er, 80er Jahren die Informationstechnologie und die Globalisierung. Und jetzt die Digitalisierung. Was bringt die Digitalisierung mit uns? Oder was macht sie mit uns? Was bringt sie mit sich? Sehr viel mehr Informationen, mit denen wir erst umgehen lernen müssen. Und da gibt es zwei wunderbare Begriffe dazu, nämlich einerseits der sehr bekannte Begriff der VUCA World. Wir befinden uns in der sogenannten VUCA World, sagt man. VUCA steht für Volatility, also Unberechenbarkeit, Uncertainty, Ungewissheit, Complexity, Komplexität. Und Ambiguity, Ambivalenz. Das ist noch eine sehr theoretische Beschreibung. Ich glaube, mehr könnt ihr mit dem zweiten Begriff, der rechts daneben steht, anfangen, nämlich mit der Bani-Welt. Das meint das Gleiche, ist nur mehr auf euch bezogen. Es meint, die Welt der Zukunft wird brüchig. Die Menschen, die in dieser Welt leben, werden ängstlicher sein, besorgter. Es wird sehr viel mehr nicht linear, non-linear vonstatten gehen und es wird manches mit den bisherigen Erfahrungen nicht zusammenpassen, unbegreiflich sein, incomprehensible. Das ist die Welt, auf die ihr in eurer Arbeitswelt zusteuert. Und dafür braucht es ganz spezielle und sehr vielfältige Qualifikationen. Ein wunderbares Beispiel dazu. Stellt euch vor, und dieses Beispiel stammt von Markus Hengstschläger, stellt euch vor, ihr steht auf einem Handballfeld und es wird ein Ball eingeworfen werden, aber keiner von euch und keine von euch weiß, wo dieser Ball aufkommt. Wie habt ihr die größtmögliche Chance, diesen Ball zu fangen? Indem ihr euch alle in der Mitte zusammenfindet
Oder indem ihr euch möglichst breit auf das Feld verteilt. Die Antwort ist einfach. Indem ihr euch möglichst breit auf das Feld verteilt, habt ihr alle gemeinsam die Chance, diesen Ball, von dem ihr nicht wisst, wo er hinfallen wird, eingeworfen. Wenn der eingeworfen wird, habt ihr die Chance, ihn zu fangen. Und das stellt unsere Arbeitswelt der Zukunft und damit eure Möglichkeiten auch dar. Wenn sich auch die Zukunft für euch möglicherweise ein Stück als kompliziert und gar nicht so leicht greifbar darstellt, möchten wir euch doch die Idee geben, dass ihr das für euch aktiv gestalten könnt. Wirtschaft braucht nämlich emotionale Intelligenz. Der Mitchell Resnick, das ist ein MIT-Professor, und das MIT, das ist das führende Technologieinstitut in den USA, in Boston, der schildert in seinem Buch, das da heißt Lifelong Kindergarten, dass es im Unternehmen den Rahmen für kreative Entwicklungen geben muss. Und zwar einen Rahmen für alle im Unternehmen, was nicht heißt, dass man immer alle dasselbe tun müssen, um jeder für sich seine Kreativität zu entfalten. Ganz im Gegenteil. Es braucht nämlich Leidenschaft, es braucht spielerisches Erfolgen, spielerisches Erforschen natürlich, sagt Mitchell Resnick, und es braucht Kooperation. Peer Groups sind da recht geeignet oder die Projektform ist da auch recht geeignet. Und unterm Strich entsteht Selbstwirksamkeit und das ist ganz was Wesentliches. Und es entsteht Work-Life-Balance. Und Work-Life-Balance heißt nicht das Trennende, was in dem eigentlichen Begriff drinnen steht, nämlich die Arbeit möglichst schnell hinter sich zu bringen, um ausschließlich Glück in der Freizeit zu finden. Gleiches gilt übrigens auch für die Schule. Es geht darum, Glück im ganzen Leben zu empfinden und das, was man gerade tut, als bereichernden Teil des Gesamtglücks zu empfinden. Und diese Erkenntnis des freudvollen Tuns, das hat zum Beispiel die Firma Bosch angeleitet, drei Leitwörter zu entwickeln, die im Zusammenhang mit Leistung und Arbeit definiert haben. Und diese drei Wörter heißen: habe Spaß, wachse und tritt auf. Und als drei Wörter definiert auf Englisch heißt das enjoy, grow und perform. Und genau diese drei Wörter haben die Firma Bosch ganz oben hingeschrieben, das brauchen sie nämlich. Und rund um die Personalmanagerin, die Petra Karmawelle, stellt Bosch seither jedenfalls immer zwei Fragen im Bewerbungsverfahren. Die eine Frage ist, in welchen Zusammenhängen haben sie sich besonders wirksam erlebt? Da taucht die Selbstwirksamkeit wieder auf. Und die andere Frage ist, was treibt sie in ihrer Tätigkeit an? Da kommen wir in eine ganz andere Schiene hinein, wie früher oft gefragt werden wurde, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen. Im Vorfeld zu unserem Vortrag haben wir Schülerinnen und Schülern mehrere Fragen zu Glück und Erfolg gestellt und unter anderem eine Frage lautet, in welchem Zusammenhang kommen dir die besten Ideen? Und ich zitiere jetzt aus den vielen Antworten, die wir gekriegt haben. Wenn es ruhig ist, wenn ich Zeit habe, wenn ich locker und entspannt bin, mit meiner besten Freundin, in der Natur, in angenehmen Räumen, kurz vor dem Einschlafen, mit Freunden, wenn ich Musik höre. Fazit im Licht der Selbstwirksamkeit. Such dir die Bedingungen, die du brauchst, um wirklich gute Ideen hervorzubringen. Im nächsten Schritt, wenn es um die Karriere geht, dann gilt es, Unternehmen ausfindig zu machen, bei denen ich mich wirklich gut aufgehoben fühle, in dem, wo ich mich
entfalten kann, wo ich Sinn finde, wo ich meine Potenziale richtig ausschöpfen kann. Und da brauche ich genau diese Rahmenbedingungen, die ich vorher beschrieben habe. Als junger Mensch heißt das vor allem eben diese Rahmenbedingungen zum Wohlfühlen, aber auch Unterstützung zu bekommen. Und dieses Zusammenpassen von der eigenen Person mit dem Unternehmen, das nennt man heutzutage Cultural Fit. Und bevor Cultural Fit als Thema aufgetaucht ist, gibt es einen heute sehr bekannten Begriff und der heißt Employer Branding. Und Employer Branding, der Begriff ist vor ungefähr 15 Jahren bei uns aufgetaucht, ein wenig früher in den USA. Und der Begriff ist heute sehr etabliert und in der Wirtschaft ist er als Arbeitgebermarke, als Employer Branding ist er sehr bekannt geworden. Employer Branding hat ein Bewusstsein geschaffen, dass man als potenzieller Arbeitgeber berücksichtigt werden kann und sollte. Employer Branding schafft es, bei den passenden Bewerbern Interesse zu wecken. Und im Falle der guten Arbeitgeber hieße das unter Strich, dass die Leute möglichst lang beitragend, freudvoll im Unternehmen bleiben, fit und agil und neugierig. Und letztendlich geht es darum, dass man mit dem auch wieder eben, und da schließt sich der Kreis, neue Leute authentisch ansprechen kann. Und heutzutage ist es sehr wichtig, dass man nicht einfach für Geld bei einem Unternehmen arbeitet, sondern genau diese Faktoren, die ich erwähnt habe, gegeben sein müssen. Und dann kommt es zudem, dass die Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter eines Unternehmens sind, sondern auch sehr positiv vom Unternehmen und von ihrer Arbeit zu sprechen beginnen. Es wären sozusagen Botschafter und Botschafterinnen des eigenen Unternehmens geschaffen. Um Botschafterinnen des Unternehmens zu werden, braucht es euch, glückliche Menschen, die dann Erfolg haben und damit werden sie Botschafterinnen des Unternehmens. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht denn das, glückliche Mitarbeiterin oder glücklicher Mitarbeiter zu werden? Das ist leicht erklärt. Dazu gibt es die Motivationstheorien. Und ihr kennt Motivation alle aus eurem schulischen Tun oder auch Nicht-Tun oder manchmal Nicht-Wollen. Manchmal hat man einfach keine Lust, irgendwas zu tun, keine Lust zu lernen, keine Lust, wofür auch immer. Das hängt mit unserer Motivation ganz intensiv zusammen. Und in der Schule gibt es sehr viel extrinsische Motivation, die ihr auch gut kennt. Da gehören beispielsweise die Noten mit dazu. Also extrinsisch von außen, Motivation von außen. Es werden euch Anreize gesetzt und ihr seid motiviert oder auch nicht, um etwas zu tun. Aber viel spannender sind die anderen beiden Motivationsformen, nämlich die soziale Motivation, also das Miteinander etwas zu tun, mit den Kollegen und Kolleginnen, mit den Freunden, mit den Freundinnen, mit der gesamten Klasse. Und noch spannender ist die intrinsische Motivation, also die Motivation, die aus euch herauskommt. Wir haben auch diese Frage einigen Schülern und Schülerinnen gestellt, nämlich die Frage, welche drei Hauptpunkte lassen euch richtig aufblühen? Und ihr seht hier auf der Folie die Antworten. Antwort Reihe Nummer 1, Erfolg, leichter Druck, Lob, gute Note. Und ihr merkt schon, da geht es möglicherweise um diese extrinsische, um diese Motivation von außen. Dann beispielsweise gibt es die Freunde. Und wenn ihr da Zahlen neben den Wörtern seht, dann seht ihr, wie oft das auch genannt worden ist. Freunde als Motivatoren 16 Mal, Gruppenarbeit, Team 5 Mal, die Familie 7 Mal. Tiere, Haustiere viermal, Unterstützung zu bekommen oder auch zu geben, Menschen zu helfen, jeweils einmal. Und der größte Block dieser Motivatoren ist der unterste, drei Zeilen lang. Das sind die intrinsischen Motivatoren, die von euren Kollegen und Kolleginnen, die wir befragt haben, genannt wurden. Zeit haben,
Ruhe, ausgeruht zu sein, ich springe jetzt ein bisschen, lesen, Sport zu betreiben, Musik zu hören, zeichnen, Spaß zu haben, sprechen, Ordnung. Auch das, wenn ich Ordnung halte, ja, klingt skurril, aber ist so, wenn ich Ordnung halte, kann das motivierend sein, die Übersicht auch zu behalten. Wichtig dabei ist, dass jeder und jede von uns ganz andere Motivatoren auch hat, ganz individuelle. Weil wir sind Individuen, wir sind ganz exklusive Personen, jeder von uns ist auch ein wenig anders. Also schauen wir nochmal auf die Motivationsfaktoren hin, die es uns möglich machen, glücklich zu werden. Das ist insbesondere die intrinsische Motivation, also etwas zu tun, was von uns heraus, von innen kommt. Und wenn ihr euch nun die Frage stellt, wie ihr glückliche Menschen werdet und Erfolg haben könnt, dann könnt ihr das werden, indem ihr das tut, was ihr wirklich, wirklich wollt. Ja, heute geht es in Unternehmen, in New Work, nicht mehr ausschließlich darum, Leute mit bestimmten Fachwissen zu bekommen. Martin, du hast es erwähnt, in deiner VUCA-Welt überholt sich das Fachwissen recht schnell. Es geht vielmehr davon, Leute zu gewinnen mit einer bestimmten Haltung, mit einer Haltung des Beitragenwollens. Unternehmen sind aufgerufen, für diese Haltung sehr viel zu tun, brauchen aber natürlich genau das Äquivalent, diese Leute dann zu kriegen, die dann sagen, ich bin überzeugt, bei den Richtigen zu sein und jetzt arbeite ich mit Freude daran und passt auch mit etwas, was wir als Wollen bezeichnen, ein einfaches Wort, das wird in der Zukunft, wird das Wollen das neue Fachwissen sein. Und ihr seht es auf der Folie, Leadership in Zukunft ist Wollen zu erkennen. Leadership ist dann auch Wollen zu fördern. Und dazu braucht es eine Fähigkeit. Der Edgar Schein als Unternehmensentwicklungsspezialist aus den USA sagt, don't tell, ask. Wer fragt, der führt, gibt es auch einen Ausspruch. Also wer sich traut zu fragen, auch als Führungskraft sich traut zu fragen, der wird viel erfahren. Und da wird sehr viel Vertrauen aufgebaut. Und heutzutage spricht man, und die Carol Dweck hat das formuliert, von Growth Mindset, also einer Geisteshaltung, die nach vorne blickt und nicht sich sozusagen in dem Bestehenden einzementiert. Eine Überzeugung von innen heraus, Martin, du hast das so wunderbar beschrieben mit der intrinsischen Motivation. Etwas, was sich richtig anfühlt, genau um das geht's und dort ist Wollen zu Hause. Und wie heißt in der neuen Autowerbung, die gerade im Fernsehen läuft? Future is an attitude. Da geht es nicht mehr, bestimmte Dinge zu können. Es geht darum, die richtige Einstellung zu haben und mit dieser Einstellung verkaufen die jetzt nicht über die Arbeitgebermarke, sondern über die Produktmarke ihre Autos. Und interessanterweise, wenn man sich die Werbung anhört, dann gibt es Zuschreibungen, die jetzt in dem Bezug mit dem Auto bzw. deren Besitzerin und deren Besitzer zugeschrieben werden. Wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr, sagen die von Auto. Wir sehen Potenzial, wir sehen Leidenschaft, wir sehen Charakter, wir sehen eine neue Vision und wir sehen Fortschritt. Und genau um das geht es nicht nur bei den neuen Autos, sondern bei dem, um das geht es für uns alle, für unsere Zukunft. Und Martin, dann haben wir noch eine Frage gestellt und da wird es richtig interessant, weil es um das Wollen und um das Gönnen geht. Und die Frage hat gelautet, warten unter deinen Mitschülerinnen und Mitschülern manche nur darauf, dass andere einen Fehler machen? Und was glaubt ihr, zu wie viel Prozent da geantwortet wurde? Also, wir in unserer Stichprobe waren 35 bis 50 Prozent, das hat je nach Klasse differiert,
welche Kultur in einer Klasse war, aber du kannst sagen, ungefähr zur Hälfte sagen die Leute ja. Da warten die Leute, die Mitschülerinnen, nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Und in diesem Zustand neigt man dazu, sich nicht mehr nach vorne zu bewegen, sondern eher sozusagen den Rückzug in sich hinein zu verstummen. Und das führt nicht zu Leistung und das führt nicht zu Glück, sondern das führt zu Angst. Und wir sagen, nur glückliche Menschen haben Erfolg und da schließt sich schon wieder ein Kreis. Wirtschaft braucht emotionale Intelligenz. Wir haben von Mitchell Resnick, dem MIT-Professor, gesprochen, der das Buch geschrieben hat, Lifelong Kindergarten, und damit meint, bleibt manchmal, nicht immer, bleibt wie Kindergartenkinder. Spielerisch, kreativ, manchmal ein bisschen kindisch. Denn aus dieser Kreativität heraus entstehen die guten neuen Ideen für die sich schnell verändernde Welt. Und stellt euch breit auf. Jeder von euch, jede von euch ist anders als die anderen und das ist gut so. Denkt an das Handballfeld von Markus Hengstschläger. Nur wenn wir über das gesamte Handballfeld verteilt stehen, können wir den Ball fangen, von dem wir nicht wissen, wo er hinfällt, aber wir erwischen ihn. Ihr erwischt ihn. Denn der wichtigste Tipp von unserer Seite ist, bleibt glücklich und habt damit Erfolg. Ja, das wünsche ich auch. Bleibt glücklich, habt Erfolg.